Okay, gut, super. Das war ein Traum, oder was? Oh, Nacht. So, ich mache mal kurz eine Pause hier und zwar erstmal, hey Leute, willkommen zum nächsten Part von Final Fantasy XV. Ich hoffe, euch hat der letzte Part gut gefallen und ja, machen wir mal weiter. So, wir sind jetzt im Hotel auf jeden Fall. Und jetzt fahren wir, glaube ich, gleich rüber Wo auf ist oder Ignis? weg von der Sollte Insel. bald zurück sein. Da ist er ja. Was ist? Es steht auch in den Zeitungen. Was denn? Insomnia. In Trümmern. Hä? Soll das ein Witz sein? Ich erkläre dir alles. Beruhig dich. Ich bin die Ruhe selbst, Mann! Es gab einen Angriff. Die Armee des Imperiums hat die Königsstadt eingenommen. Während der Unterzeichnung gab es Explosionen. Als sich der Rauch über der Zitadelle legte, fand man den König tot vor. Nein, das ist nicht. Ach du Kacke. Uns wurde es nicht gesagt. Was wurde Also euch nicht ist gesagt? sein Dass die Vater tot. Unterzeichnung gestern war. Dass Warum hat Insomnia. Vater uns dann nach Altissia? Das weiß ich nicht. Aber alle Zeitungen berichten vom Angriff. Sie können sich unmöglich alle irren. Puh, alles Lügen. Ja, hoffentlich. Also ist unsere Heimat zerstört, anscheinend. Was wissen wir sonst? Dann müssen wir uns selbst von der Lage überzeugen. Und das heißt, zurück nach Insomnia. Dort sind wir aber nicht sicher. Das sind wir hier doch auch nicht. Nacht? Dann gehen wir zurück. Wir gehen zurück. Definitiv. Wenn wir es entscheiden müssen, dann gehen wir zurück. Wir gehen. Okay, müssen sich entscheiden. Aber wenn wir uns jetzt hätten entscheiden müssen, hätte ich gesagt, wir gehen zurück. Wir können nicht einfach fliehen vor der Katastrophe, sag ich mal. Ihr versteht, was ich meine, Leute. Mittlerweile ist es 4 Uhr morgens. Oh Gott, ey. Ich muss gleich noch einen Müll rausstellen, fällt mir ein. Boah, ich hasse Ladezeiten. Aber die schlimmsten Ladezeiten, die es gibt, sind eigentlich GTA 5 und danach kommt Destiny 2. Muss man echt so sagen. Tja, also wo wir gerade sowieso nichts, wie heißt das, machen können, würde ich aber sagen, folgt mir doch auf YouTube, also lasst doch ein Abo da, lasst ein Like da, wenn es euch gefällt. Ja, wir fahren jetzt nach Insomnia. Kann ich auch selber fahren? Nee, kann ich nicht. Schade. Ich hoffe, es geht allen gut. Dann träum mal schön weiter. Verlier nicht die Hoffnung. Wieso? Kann Hoffnung imperiale Schlachtkreuzer aufhalten? Jetzt beruhig dich. Mein Vater hatte Hoffnung für zwei. Genug. Niflheim hat gelogen. Sie haben uns verraten. Spekulationen bringen uns nichts. Wir brauchen Gewissheit. Gewiss sind einzig die Lügen. Oh, was ist das? So wie der Waffenstillstand. What the fuck ist das? WTF? Auch Verkehr. Imperiale Luftschiffe. Damit transportieren sie ME. Magitek-Infanterie. Die Robokrieger? Korrekt. Es sind massenproduzierte Tötungsmaschinen. Wo geht er hin? Der Frieden. Ja. Das sind echt schon gewaltige Seht Dinge. doch! Die Hauptstadt ist abgeriegelt. Das wird so nichts. Lasst uns eine Ausweichroute nehmen. Okay. Das sind viele Roboter.
gerade ein ungutes Gefühl. Was ist denn jetzt passiert, wenn wir da jetzt reingehen? In der Nähe ist ein Hügel, von dem aus man Insomnia sehen kann. Okay. Dann gehen wir jetzt da vorne hin. Imperiale Soldaten, mit denen werden wir fertig. Da kannst du drauf wetten. Die Schutzfrist ist abgelaufen. Dann haben wir das immer soweit fertig. Warte mal, jetzt mal Feuer. Feuer ist geil, Feuer ist geil. Feuer macht Spaß. Komm, wechseln wir die Waffe. War zwar nicht so elegant von mir. Ich weiß, aber naja. Ich muss schon den nächsten Mal so garten, ja. Das Spiel ist zu langsam. So leer hier, ich glaube, da passiert noch was. Sowieso meine MP aufladen. Will er gleich irgendwo hinwarpen. Auf den Hügel. Warpen. Keine Ahnung. Von da sieht man die Stadt. Ach, das wollte ich gar nicht. Ich kann mich nicht da hochwarpen, alles klar. Schwer, verstehen. Meine Güte. Können modifiziert werden. Schau zu diesem Track bei Sid im Hammerheat vorbei. Alles klar. Aber das können wir jetzt gerade, bringt uns gerade gar nichts. So. Gleich beim Ziel an der Klippe.
will nicht sehen, wie das aussieht eigentlich. Aber die beiden Rauchspaten auf jeden Fall. Wurden im Zuge der jüngsten Ereignisse bei der Unterzeichnungszeremonie sämtliche Friedensgespräche zwischen Lucis und Niflheim eingestellt. Darüber hinaus ließ man aus Regierungskreisen verlauten, dass neben König Regis auch Kronprinz Noctis und die Kanagi, Prinzessin Luna Freya aus Tenebrae, verstorben. Lass an! Aber, okay. Ja, wir aus. Leben ja noch. Theoretisch gesehen, ne? Ich wurde heute geimpft, keine Ahnung, wurde mich gestochen, hat auf jeden Fall tut es extrem weh, ey. Das ist voller Buckel. Hallo? Das ist so fette Schiffe, ey. Chor? Endlich. Ein Lebenszeichen. Was zur Hölle ist los? Wo seid ihr? Vor der Stadt. Wir kommen nicht rein. Klar. Was heißt hier klar? Gar nichts ist klar. Was sollen wir denn jetzt tun? Ich? Mein Vater? Und Luna soll tot sein? Erklär mir das bitte. Ich mache mich sofort auf den Weg zu Sid. Das mit Regis stimmt leider. Alles Weitere erzähle ich dir dort. Setzt euch in Bewegung. Bis dann. Der General? Was sagt er? Wir sollen nach Hammerhead. Und Regis? Regis ist tot. Aufgabe abgeschlossen. Schlechte Vorboten. Ja. Kann man so sagen, ne? Wie Stufe haben wir jetzt hier? 8 ist doch drinne, ne? 8 ist drinne. Luna Freya, Nox, Fleureux, Bran, keine Ahnung. Für so Handys. Der Ring des... Der Lucis. Lucis, okay. Die Kraft der Könige. Die Königsgarde wurde sicherlich aufgelöst. Ja. Sonst würde Kor niemals Insomnia verlassen. Ich frage mich, wie es in Insomnia wohl zugeht. Sicher erfahren wir es bald übers Radio. Ja, sowas lässt sich nicht verheimlichen. Und was machen wir jetzt als nächstes? Als erstes geht's nach Hammerhead. Dann sehen wir weiter. Okay, Leute, dann würde ich sagen, meine Schwester hat sich gemeldet. Machen wir hier erstmal einen Cut. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.